Ja, da ich aus Köln komme, gibt es die kölschen Grundgesetze. Und meins ist so ein bisschen das Küt wird Küt. Das heißt, es kommt, wie es kommt. Und ja, es hätte noch immer Jote Jange. Also ist alles gut gegangen bis jetzt. Also das Beeindruckendste war auf jeden Fall die Kulisse in Dortmund bis jetzt, so um die 85.000 Zuschauer. Das war schon beeindruckend. Das Emotionalste war vielleicht letztes Jahr sogar der Klassenerhalt, weil er erst am letzten Spieltag, dass wir es geschafft haben. Und ja, ich glaube, das war bis jetzt das Emotionalste. Ich hatte eine einjährige Knieverletzung, die war traurig. Das war jetzt nicht so, das war eher das Negative, woraus man auch viel gelernt hat. Aber emotional war zum Beispiel jetzt im Sommer die Hochzeit von meinem Bruder. Das war schon ein sehr emotionales Erlebnis, ja. Ja, auf jeden Fall für die Zukunft, das wünsche ich auf jeden Fall, Kinder auch irgendwann, jetzt noch nicht, aber ja, irgendwann soll das auf jeden Fall kommen. Ja klar, also ich spiele eher so die Kneipenspiele. Ich bin Dart, also Dart spiele ich gerne, habe ich auch zu Hause eine Scheibe. Klar, mit Freunden dann auch, ne, wenn ich rausgehe. Billard zum Beispiel spiele ich auch und ja, Bowling auch ab und zu, aber jetzt nicht so viel. Es sind dann eher so Dart und ja klar, Nintendo habe ich jetzt auch, ne, so spielt man schon Mario Kart oder das macht schon viel Spaß. Ja, erstmal das Handy, klar. iPad hat man auch immer dabei, falls man Filme guckt, aber auch die Nintendo, weil man sich auch auf Auswärtsfahrten oder so mit anderen Spielern verbinden kann und dann gegeneinander spielt und so, das kann schon gut abgehen dann, ja. Ja, ich bin jetzt in den letzten 3 Jahren schon ein bisschen weiter weggekommen. Ich glaube, USA war ich, in Miami, dann in Mexiko, in der Dominikanischen Republik. Ich finde auch, ja, Südamerika ist sehr, sehr reizbar und ich würde gerne mal nach Kolumbien. Obwohl es sehr gefährlich sein kann, aber trotzdem reizt es mich, ja. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich direkt im Fußball bleibe. Ich hatte mich vor meiner Karriere schon mal angemeldet zu einer Ausbildung zum Physiotherapeuten. Könnte ich mir aktuell auch noch vorstellen. Also ich gehe dann eher so in die Richtung, nicht Richtung Trainer oder so. Vielleicht nebenbei noch, aber eher so in die andere Richtung, Gesundheit vielleicht ein bisschen. Lebensziel. Also mein Lebensziel ist es eigentlich, ein guter Mensch zu sein einfach. Dass man das über mich sagt und das ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig.